Wo ist meine? Achso, ich muss erstmal hier rumlaufen. Ich muss mal kurz meinen Marker hier aus. Hier, mir gemacht habe. Okay, kann ich den wieder ausmachen? Nö. Gut, dann eben nicht. Kann ich es nicht ändern. Das ist unser Ziel hier. Heute Hauptquest. Und ich hatte von irgendwas gesehen, wo ich nochmal kurz einen Weg gesucht habe von der anderen Mission. Und zwar der Zauberer, oder wie der Typ da auch hieß. Der mit seinem Besen. Der lag hier irgendwo. Jetzt frag mich mal, wo. Da liegt er. Genau, Rod Ronalds Leiche. Okay. Ja. Ich habe übrigens mein Loot wiederbekommen. Wir haben nämlich doch den, so. Dort bekommt man den Loot. Kann ich eigentlich auch jemanden schlagen? Ich. Cool. Ich habe gerade einen Erfolg bekommen mit Verschwinde. Okay, da komme ich nicht durch. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Was haben wir denn hier? Haben wir da ein Schreinteil? Kann es sein, dass das ein Schreinteil ist? Was habe ich hier? Wie für eine Münze? Oh, nice. So, was ist hier? Haben wir das schon gemacht? Ich glaube nicht, ne? Dann gehen wir gleich die Hauptquest weiter. Weiter so und bald bist du ein ganzer Licht. Ach, warte mal, wo ist mein... Ich habe ein paar Sachen verkauft. Gut, du bist was? Ach, das ist so eine Waffe. Ne, lass mal. Wir behalten mal unseren Strom. Also ich würde ganz gerne von jedem so eine Waffe haben, von jedem Element. Ach so, wäre den Kamm. Ja, dann, let's go. Lass uns anfangen. Wo sind sie denn hier? Ich habe mich gerade nochmal Talente gewechselt. Ich kann mal kurz nochmal kurz gucken. Hier, das ist jetzt das, was ich jetzt aktuell drin habe. Mal gucken, wie das so ist. Ja, schauen wir mal. Wir müssen jetzt aber erstmal ein paar Level machen, damit wir die nächsten Punkte verteilen können. Abkühlung für die Birne! Weißt du Bescheid, es wird abgekühlt. Schon besser. So, komm rein, Krabbe. Okay. Sogar fast über 26. Das nenne ich mal aktives Nachladen. Ich kneife. Aber ohne Kneifen. Immer gefährlicher. Nice. Muss gleich mal gucken, wie wir das mache ich nach der Aufnahme. Für den Talentpunkt verteilen. Obwohl, lass mich mal kurz schauen. Kann ich das hier schon nehmen? Machen wir es so rum. Also das ist jetzt das, was ich jetzt genommen habe erstmal. Und dann gucken wir mal, wie gut das Ganze ist. So.
Schließ den Kampf ab. Aber ich glaube, hier waren wir doch schon. Stechen kalt. Zauber sind verbraucht. Verpiss dich ins Jenseits. Schön an der Waffe ist ja, dass man quasi, wenn man auf die schießt, dann, oh Alter, du hast mich fast gekillt. Dass man ja auf die Haft machen kann und dann kommt der dicke Damage erst. Ich muss mal gleich mal die Slots tauschen, damit ich dann nicht mal XG drücken muss, sondern F drücken kann. Die Fähigkeit. Der Kampf bestanden, aber es dabei ist kein Scheinteil, oder? Wow, was für ein Crap. Da kommt jetzt noch mein Kampf. Ah, es kommt noch. Ah. Kommt noch einer. Also ich habe das Gefühl, dass ich gerade weniger auf die Kiste gekriegt habe. Okay, da bin ich jetzt aber schuld, da bin ich gerade durchgelaufen. Schon mal weg. Wir haben die ganze Zeit überlebt, jetzt können wir hier so eine Mission verkacken jetzt auf einmal. Alter. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, so sollte es natürlich nicht sein.
Oh, Elementarschaden. Gut, dann mache ich das anders. Dann mache ich hier mal einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Hier haben wir auch noch einen Weg. Ja, dann let's go. Ach, warte, jetzt muss ich wieder natürlich mein Item tauschen. So, was ist mit dem hier? Höchst effektiv gegen Rüstung, Statuseffekt und Statuschance. Tauschen wir das doch mal aus. Den behalten wir erstmal. Falls wir Gefühl bekommen. Schon besser. Haben wir dann immer noch eine Level 4er Waffe. Jetzt haben wir wieder Begleiter dabei, die helfen uns so ein bisschen. Das ist etwas einfacher gerade. Begleiter geil. Sind verbraucht. Stechen kalt. Kann es kaum erwarten, mit Zaubern um mich zu werfen. Ich muss die doch wieder tauschen. Da habe ich mich so dran gewöhnt, dass das auf der anderen Seite ist. Und ja, man hat es ja gerade gesehen. Action Skill. Ja, nimm alles mit. Alles, was du nicht gebrauchen könnt, können wir nachher verkaufen. Okay, ist nicht mehr viel. Wo ist denn das Portal? Das Portal? Deine Belohnung. Okay, ist jetzt schon der Schreinteil da? Bin jetzt aber fix. Oh, schon da. Was siehst du da? Das ist ein Schreinteil. Zwei von vier habe ich erst. Okay, dann bauen wir noch zwei. Das ist mal ein Glückswürfel. Ah, schauen wir mal. Eine aufgestellte Brücke steht vor dir und wartet auf deine mächtige Faust. Ja, aber die kann ich noch nicht hier. Kommt bestimmt noch. Ich muss sogar erstmal Story weiterspielen, wa? Hier ist nämlich was Goldenes und dann müssen wir den mal suchen, die ganzen Schreinteile. Hier? Das Verlies da drüben verströmt starke. In mir ist ein Schreinteil-Vibes.
Ich will euch alle besiegen. Oder hau ich jetzt mal nicht gegen? Hoffentlich hast du Geld. Ich töte nicht umsonst. Warnschüsse sind nicht mein Ding. Ich habe all die Magie, die ich brauche. Teile meine Albträume. Pony will töten. Seemänner, aufgepasst. Voll und frisch. Grabeskälte. Das lief jetzt wesentlich besser als gerade. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Oder auch nicht. Es ist effektiv gegen Schütze, aber es ist von dem Damage her ist das jetzt nicht allzu schön. Regeneriere Gesundheit über Schaden. Hm. Ihre Krabben. Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. Zauber sind geladen. Die Luft wird eisig. In die Hölle! Du hast Freunde mitgebracht, wie? Das wird nicht reichen. Sollte man die Waffe nachladen. Nachladen, Idiot! Bereit zum Zaubern! Viel Spaß in der ewigen Checkache. Ganz in der Nähe versteckt sich ein Schreinteil. Brauchen wir noch ein Schreinteil? Dann haben wir das auch fertig. Dann hoffe ich, dass ich überall dran komme. Dieser Schrein ist der Göttin Grindana geweiht. Der Schutzpatronen der Erfahrung. Oh. Ist das auch irgendwie als das war falsche Liste? Tagebuchskill? Bin ja aus von einem Glückswürfel. Ja, das ist mein Teil. So schnell, den suche ich gerade. Den habe ich schon fertig. Den muss ich noch machen. Wie viele gibt es denn hier überhaupt? Schriftrollen, ja. Da kann man halt noch sehr viel sammeln, aber ich möchte erstmal das Schreinteil hier haben. Bisschen doof mit der Kamera ja auch. Und dann machen wir gleich auch, weil wir nämlich dann da rüber kommen,
Machen wir danach die Hauptquest, sobald ich alle finde hier. Problem ist, dass ich weiß jetzt natürlich nicht, wo ich schon war, wo ich noch nicht war. Hier mal gucken. Oh, neue Karte. Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. Frostbrand. Aus, hab ich gesagt. Die Energie ist leer. Jetzt gibt es auf die Zaubernüsse. Bin ich nicht einfach verpissen, die Scheißviecher. Oder wir machen gleich noch die Hauptquest direkt weiter, weil ich jetzt nicht weiß, wo das letzte Schreinteil ist. Und die Dinger zu machen nutze ich gerade auch nicht irgendwie, weil man nichts Vernünftiges bekommt. Ah, achso, ist noch ein Kampf, yeah! Eisiger Tod! Leichen geben keine guten Killer! Ich vermisse mein Schwert. Ich wollte gerade meinen Loot looten, Junge. Behalten wir mal.
Das ist das gute Zeug. Wusstest du das? Ja, schieß mir kein. Das brauchst du nicht mehr. Mein Unrecht vor meinen Augen. Wenn du Ärger suchst, den kannst du haben. Das wäre also erledigt. Ein Heiltrank, was? Nice. Oh, danach noch ein Knochen. Ja, so viel zum Schreintal, aber ich weiß nicht, wo das nächste ist. Müsste ja hier irgendwo sein, wo man das hier bekommen könnte. 57% haben wir davor abgeschlossen. Ja, das war auch jetzt nicht unbedingt viel. Wenn wir hier drüber laufen, dann können wir. Was soll das denn sonst sein? Müssen wir erst doch die Hauptquest weitermachen? Kann ich gesehen, dass ich ein bisschen zu weit weg bin vom Mikrofon gerade, aber ist nicht schlimm. Ja, dann. Dann müssen wir doch die Hauptmission machen, so wie es aussieht. Und ich habe gesehen, die Schreinteile gehen gerade übrigens automatisch dahin. Dann Hauptmission. Let's go. Und so setzten die Idioten ihre lange, sinnlose Mission fort. Sie latschten durch die Ödnis, die sie geschaffen hatten, und zertrampelten dabei kostbare Korallen unter ihren Stiefeln. Ihr seht viele zuvor verborgene Schätze auf dem freigelegten Meeresgrund. Da war viel Schrott und Gerümpel im Meer. Jede Menge Treibgut. Treibgut? Ist das nicht eher Strandgut? Treibgut ist vom Schiff gefallen. Strandgut wurde abgeworfen. Hm, interessant. Darauf fällt mir nicht mal eine schnippische Antwort ein. Lernen kann halt auch Spaß machen. Seht ihr die Zerstörung, die sie zurücklässt? Eine Ödnis voller kaputter Spielzeuge, die sich fragen, warum sie von ihrem Schöpfer verstoßen wurden. Aber das ist wohl alles nur, um die Bühne für dich aufzubauen, Schicksalsbringer. Nur zu. Könntest du nur die ganzen Fische fragen, die ihr eben vaporisiert habt, was sie davon halten, vom Schicksal geeint zu sein? Ich wäre ewig. Diese Angebote nicht. Ja, aber kein Arsch kann sich diese Angebote leisten, weil sie einfach zu teuer sind. Ich höre den Grund des Ozeans, okay. Hm.
kommt doch gleich bestimmt so ein Boss oder sowas. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Warnschüsse sind nicht mein Ding. Das ist nicht meine Ruhe looten hier. Ein Gitter versperrt euch den Weg und ein Kavalier steht davor. Ein Kavalier mit einem Piratenhut. Doch das ist kein schnöder Pirat, sondern ein Skelettpirat. Ein Skelett! Töten wir es! Nein, 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 nein! Das ist kein Bösewicht! Es ist ein Gutwicht! Ein Gutwicht! Einer von den Guten! Das entscheide ich! Ja, das entscheidest nicht du! Wir entscheiden immer noch, wen wir töten und wen nicht. Winterklinge! Kann es kaum erwarten, mit Zaubern um mich zu werfen! Weil du dir Mühe gegeben hast. Drei Minen. Gewalt! Sie fallen vor dir! Wollte mir eigentlich noch die Karte angucken, aber ich glaube, wir sind direkt hier in einem neuen Teil. Haie. Das nenne ich mal aktives Nachladen. Stechend kalt. Ich komme gar nicht hinterher mit meinen Zaubern. Kann ich eigentlich nochmal schnell ins Menü hier bei meiner Waffe nochmal switchen hier? Wir können die nochmal auswählen. Das kommt davon. Eisiger Tod!
Danke. Ich habe all die Magie, die ich brauche. Ich glaube, der Boss ist verbuggt. Okay, wir haben eben einen Pack noch gefunden. Dann lass mich mal unseren Loot-Check, den wir jetzt bekommen haben. Was haben wir denn hier? 1003. Was haben wir hier? 1037. Unseres ist besser. Bin voll in 30% Schutz für 20% Waffenschaden. Ah ja. Mal weg. Feuerrate, Schuss. Waffenhandlung. Machen wir einfach mal. So, was haben wir hier mit ihm hier? Kato-Chance. Wir machen mal ein bisschen mehr Schaden mit. Die behalten wir mal. Das Action Skills. Ne, bin ich jetzt auf die Waffe. Will mir auch nicht. Also was grün oder grau ist, brauchen wir gar nicht erst gucken. Das ist meistens so unser Crap. So. Gehen wir mal nach unserem Piraten gucken, machen wir mit ihm die Questreihe. Und dann würde ich sagen, machen wir danach auch einen Folgen-Cut. Weil die Folge jetzt schon relativ lang. Durch dieses Tor. Ei! Du willst also geradewegs durch das Tor des Pökelriffs schlendern, ja? Na, du sprichst mit Bones Threewood, dem verfluchten Beschützer des sündlichen Tors, und ich sage, klar doch. Oh, das war ja einfach. Natürlich wird dir das leid tun. Das nördliche Tor wird vom rachsüchtigen, mörderischen und sagenhaften Freibeuter Chartreuse Le Chance bewacht. Der lässt dich nie durch, außer würdest du mir bei einer Mission helfen. Piratenquest! Piratenquest! Valentine, willst du die Piratenquest annehmen? Oh, aber sowas von! Haha! Willkommen in meiner Mannschaft! Aber ohne Polly, meinem getreuen Homunculus, gibt es keine Piratenmission. Sie fiel einem schrecklichen Schicksal zum Opfer und wir müssen ihre Teile wieder zusammensetzen. Lass mich raten, Polly ist ein Papagei. Vorsicht, Mannschaft!
Die Seemarge sind rastlos, seit der Ozean ausgelöscht wurde. Hütet euch vor Moby Dick, dem Mannschaftsweiser, der Geißel des Salzes und des Sands. Das brauchst du nicht mehr. Abkühlung für die Birne! Ja, gut, was? Das wäre also erledigt. Das ist wie bei Pokémon damals für die erste Generation, wenn man Scharfen oder Fliegen eingesetzt hat, Sternschauer oder wie die Fähigkeit hieß, hat immer getroffen. Nee. Die erste Generation schon. Idiot! Das war die einzigste Fähigkeit, die gegen Scharfen und Fliegen immer getroffen hat. Ein Dönerfresser. Ach nee, warte mal. Und Donnerstoffer. Noch kannst du weglaufen. Das ist das gute Zeug. Das ist richtig geile Zeug, mein Freund. Wait, what? Mein Schatz. Leer. Danke fürs Nachladen, Idiot. Als wäre wieder Magie im Angebot. Stechen kalt! Ich wollte gerade sagen, warum streckst du denn nicht? Dann wo soll das jetzt hier sein?
Ach, das ist, das ist da oben drauf. Wo ich jetzt da drin? Wo ich denn da drauf? Steuerklappen, die halten Polly in der Luft, um nach Segeln am ehemaligen Horizont Ausschau zu halten. Was habe ich denn gerade Schönes bekommen hier? Das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht. Oh, der Zauberwirkung erhöht den Nahkampfschaden. Okay, kritischer Schaden. Zauberradius, minus 2 Aufladung, effektiv gegen Schütze. Hm. Finde ich jetzt nicht so toll. Was ist das? Achso, das ist der hier. Nee, ich über den anderen behalten. Aber ich frage mich, wie willst du da dran kommen? Das ist doch bestimmt eine Möglichkeit, da drauf zu kommen, oder? Vielleicht hier rüber, dass man da irgendwo drauf springen kann, das wäre gut möglich. Oder auch nicht. Ich glaube, man muss auf diese Plattform kommen. Fragen, wie kommt man da drauf? Oh Leute, schöne Waffen, wenn man da ist. Oder damit. Ah, okay. Zu sehen, wo es lang geht. Das ist wirklich paradox. So gefällt mir das schon besser. Voll und frisch. Dafür gibt es heute Abend ein extra Leckerli. Ich werde mich revanchieren. Irgendwann. Alter, warum macht ihr das hier? Das ist Pollys Signalstabel. Bald wird sie wieder kreativ. Ich hab doch gesagt, das ist ein Papagei. Jetzt fehlt nur noch ihr Pony magischer Kern. Die
wird natürlich von Seelenenergie angetrieben. Was war das? Ich hab den Hirschstift. Das ist der zuvor erwähnte Mobili Dick, der Mannschaftsweiser, die Geißel des Salzes und des Landes. Vorsicht, Mannschaft! Rast, Dolch! Nicht schlecht, wieder Level abgestiegen. Na, was nehmen wir denn mal mit hier? Ja, gute Frage. Warte ich jetzt gerade gar nicht. Muss ich nachgucken. Die Welt der Toten? Mit das auf. Ja, da habe ich ja, glaube ich, am Anfang ein bisschen falsch falsch ausgewählt, aber es ist gut. Ist dann halt so. Ist der Rede wert. Bitte mal bedeck, ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge.